Hallo, mein Name ist Tobias Albers Heinemann und ich möchte euch in zwei Videos durch die Welt von Spatial.io durchführen. Im ersten Video, wie ich Welten beitreten kann, wie ich mich drinnen bewegen kann, wie ich mich navigiere. Und im zweiten Video geht es dann um den Anmelderegistrierungsvorgang und die Erstellung eines eigenen Avatars. Schauen wir uns jetzt aber erstmal die Welten an. Ich kann teilnehmen, ich kann mich drin bewegen, ohne mich anmelden oder registrieren zu müssen. Ich gehe auf die Website spatial.io und habe hier auf der Startseite schon einen Überblick über die verschiedenen Welten, sortiert nach Trending, Popular, Live, No News und so weiter. Wenn ich jetzt aber auch eine bestimmte Weltsuche, die hier nicht gelistet ist, kann ich deren Namen auch einfach hier in die Suchmaschine mit eingeben. Ich klicke jetzt mal, hier ist Studio Emergo New Quest Update. Gucken wir mal, was uns dort erwartet und bekomme hier auch direkt als erstes ein paar Navigationshilfen. Das heißt, wie bewege ich mich auch in dieser Spatial.io Welt, ähnlich wie in einem Computerspiel. Über die WASD-Tasten kann ich mich drin bewegen. Ich kann auch hüpfen, indem ich die Spacebar klicke, also die Leertaste. Ich kann mich umschauen, indem ich die Pfeiltasten drücke oder eben mit der Maus mich hin und her bewege. Aber ich kann mich auch zu bestimmten Punkten teleportieren, indem ich einfach dorthin klicke. Und mit den Tasten 1 und 5 sind bestimmte Gesten, so hier Daumen nach oben und Winken und bestimmte Tänze auch nochmal verbunden. Auf der rechten Seite sehe ich einen Chat. Ich kann aber auch nur chatten, wenn ich auch selbst angemeldet bin. Der Anmeldevorgang ist, wie gesagt, Teil des zweiten Videos. Auch kann ich nicht am Video- oder Audio-Chat teilnehmen, ohne, wie gesagt, mich anzumelden. Da sehe ich dann hier eine entsprechende Aufforderung, mich auch zu registrieren. So, ich bin jetzt hier auch schon mit anderen Personen im Startbereich und wie gesagt, mit der Taste WASD kann ich mich jetzt hier drin bewegen und habe jetzt hier, das ist mein Avatar, wenn ich die Maustaste gedrückt halte, kann ich mich hier drin bewegen. Wenn ich am Mausrad scrolle, dann kann ich rauszoomen oder auch komplett reinzoomen in die Ego-Perspektive, so wie es ja im Prinzip auch in der Realität ist. Da sehe ich ja mich auch nicht selbst beim Laufen. Das Besondere bei Spatial.io ist auch das Spatial Audio. Das heißt, ich höre die Personen, die Menschen, wie sie sich unterhalten. Je deutlicher, desto näher ich mich auch an ihnen dran befinde und je weiter ich weggehe, ja, desto leiser werden sie auch. Ansonsten habe ich dann hier oben auch noch die Möglichkeit, den Raum selber zu teilen, also andere Personen auch noch einzuladen über einen Link. Und also die eigentlichen Settings, die Raub-Settings, die sind eigentlich dann nur mit einem kostenlosen Account dann auch nutzbar. Und wie gesagt, den werden wir uns jetzt auch in einem zweiten Video anschauen und auch bei dem wünsche ich euch viel Spaß.